Patrick! Ich bin ja froh, dass die Sonne wieder da ist. Dann bist du jetzt nicht mehr der Einzige, der einen Schatten hat. Länderspiele sind für mich momentan so wie Speiseölhamster, ne? Komplett unnötig. Hermann, wegen dir gibt's in keinem Supermarkt irgendwo bei uns noch Bifirol. Wer hamstert so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Hermann, der wieder spinnt. Ich freue mich bei Länderspielen halt diesmal nicht aufs Ziel. Das ist die WM, ne? In Katar. Wobei Katar jetzt für uns Energie liefert. Frag ich mich, wann wird Katar neuer Hauptsponsor bei Schalke 04? Und Nationalmannschaft, die haben sich jetzt vor der WM in Katar nochmal mit Menschenrechtsexperten getroffen. Das ist so, wie wenn du bei einem anonymen Alkoholiker eine Weinprobe machst. Christian, dein Motto ist auch, ne? Was du heute kannst, entkorken. Das verschiebe nicht auf morgen. 8 Siege bei 8 Spielen. Ja, geile Bilanz vom Flick, ist momentan aber so viel wert wie ein positiver Schnelltest nach 10 Tagen Quarantäne. Ja, der versucht halt, aus Jogis Reste-Rampe ein Titelteam zu machen, hat aber nicht wie 2014 diese Bayern-Achse. Motto beim DFB ist also, statt Rock'n'Roll, flicken Teppich. Geht der Süle jetzt zum BVB, dann ist im DFB-Team kein einziger Abwehrspieler mehr von den Bayern. Und der Flick kann ja nur Bayern. Na Andi, das aktuelle DFB-Bayern-Gerüst, das ist so wie deine neue Olle. Ein Klappergestell. Schraubst du die aktuelle Bayern-Achse beim DFB unter einen LKW und der Hansi fährt damit auf die Autobahn, kommt eine Polizeikontrolle. Herr Flick, zum letzten Mal, Sie verlieren Ladegut. Und der Hansi Flick, ja, ich fahre ja auch einen Streulaster. Mit Anton Stach und Christian Günther im Team. Stefan, du hast im Nacken so einen Sonnenbrand. Stehen die Leute hinter dir, dann warten die, bis es grün wird. Ja, jetzt noch der Klassiker Deutschland gegen Niederlande. Was ist das beliebteste Automagazin in Holland? Schöner Wohnen. Mal jetzt aber nicht so viel Holland-Witze, die sind mir zu flach. Wer ist Oranje-Nationaltrainer und zeigt 007 alle Tricks? Bonds-Coach. Da sehe ich mich ja, ne? Als holländischer Nationaltrainer, wenn ich in die Kabine komme, ne? So, ihr Profitiers, normalerweise rede ich Tacheles, aber ihr seid Gauderwelsch. Ne, Männer, euer System ist auch holländisch. Was ihr spielt, ist absoluter Käse. Ja, bei uns war jetzt hier auch Angrillen, ne? Was haben ein Grill und eine Bundesliga-Spielerfrau gemeinsam? Ja, beide brauchen jede Menge Kohle. So, kochen kann ich ja, ne? Deswegen kommt jetzt hier mein Kreisliga-Grill-Tutorial. Ihr braucht einen Anhänger, so einen flachen, 2 auf 3 Meter. Dann kommen da 37 Säcke Holzkohle rein und du knallst oben 7 Veggie-Steaks drauf. Du brauchst ja Grillanzünder. Ne? Dann so 57 Packungen 500 Gramm gemischtes Hack. Das schmeißt du alles in eine Wanne, mischst das ein bisschen zusammen, wird gewürzt und dann nimmst du die Slalomstangen. Und da wickelst du dem gemischten Hack auf und legst das dann über den Anhänger mit dem Grill. Nach 10 Minuten bitte alles mit 8 Flaschen Uso ablöschen und fertig ist das Kreisliga-Sufflaki. Bitte die 8 Flaschen Uso nicht vergessen, sonst wird aus dem Sufflaki ein Flaki. Unser Grillfest ist wieder völlig eskaliert. Irgendwann ist der Hermann mit freiem Oberkörper, völlig besoffen, kompletten Sonnenbrand, neben Grill gekippt. Und ich so, Männer, Hummer steht jetzt auf der Speisekarte und der kann auch noch sprechen. Am Ende habe ich noch eine offene Mannschaftssitzung einberufen. Einfach ein paar Würste auf den Grill geknallt und habe gesagt, hier kann jetzt jeder seinen Senf dazugeben. Kevin! Boah, der ist so hohl, der hat sich von seiner Freundin getrennt, weil die jeden Morgen um 6.15 Uhr einen Anruf bekommen hat von Alarm. Wer hamstert so spät noch durch Nacht und Film? Ich bin ein Dichter, sehe ich. Wer hamstert so spät? War fast richtig. Wer hamstert so spät noch durch Nacht und Wind? Es ist der Hermann, der kriegt ein Kind. Nee, das war auch falsch. Ah, Länderspiele sind ja für mich momentan so wie Speiseölhamster, ne? Komplett un... 8 Siege. Nee, nochmal. 8 Spiele, 8 Siege. Das ist die Flickbilanz momentan so viel wert wie ein positiver Schnelltest nach 10 Tagen Corona. Nee, nochmal. Das Motto beim DFB ist also... Nochmal. Versuche ich mal in einem zu machen. Mal jetzt aber nicht so viel Holland-Sitze, ne? Die sind mir alle zu... Nochmal. Boah, ey, unser Grillfest, der war vielleicht heftig. Nochmal.